Heute begeben wir uns zu einer Waldlehrpfadwanderung auf den Massenberg in Leoben. Begleitet werden wir von Diplom-Ingenieur Alois Kieninger, Leiter des Gartenbauamtes der Stadtgemeinde Leoben. Der Waldlehrpfad führt direkt von der Massenburg ca. 100 Höhenmeter in Richtung Pamplicher Warte hoch und ist ca. 1700 Meter lang. Im Waldrevier Massenberg hier in Leoben wurde dieser Waldlehrpfad angelegt, um der Bevölkerung und hier vor allem den Kindern, den Schulklassen, die Möglichkeit zu geben, Wissenswertes über den Wald, seine Funktion, über das Ökosystem zu erfahren. In der Steiermark spielt der Wald eine ganz, ganz große Rolle, also sollte man auch darüber Bescheid wissen. Licht spielt für Pflanzen eine ganz wesentliche Rolle, so natürlich auch für den Wald. Der Wald besteht aus unterschiedlichen Zusammensetzungen von Pflanzenarten, Pflanzengattungen, die sich in den verschiedenen Nischen darauf spezialisiert haben, das Licht und die Lichtverhältnisse möglichst gut auszunutzen. So haben wir bei dem Wald mehrere Stufen, mehrere Lichtschichten. Das beginnt am Boden mit dem Bodengrün und zieht sich über die Strauchschicht bis hinauf in die Kronendächer. Das sind in Metern gesagt in etwa vom Boden 0 bis hinauf auf 20, 25 Metern Höhe. Ein in unserer Region wichtiger Waldbaum, vor allem für trockene, heiße Standorte, ist die Kiefer oder Föhre. Die Kiefer oder Föhre ist ein sehr anspruchsloser Baum und hat viele Vorteile. Einer davon ist, dass sie als Tiefwurzler den Boden sehr gut festhält und eine sehr große Standfestigkeit aufweist. Früher war die Kiefer auch für die normale Bevölkerung ein ganz wichtiger Baum, denn man hat aus ihnen Harze gewonnen oder auch den sogenannten Kienspan, um in Vorzeiten des elektrischen Stroms Licht zu machen. Heute spielt die Kiefer vor allem noch in der Möbelindustrie eine Rolle. Die Rotbuche ist jene Baumart, die in Mitteleuropa am meisten verbreitet wäre, wenn der Mensch nicht Forstwirtschaft betreiben würde und andere Baumarten bevorzugt pflanzen würde. Die Rotbuche ist eine sogenannte Schattbaumart, das heißt, sie verträgt den Schatten gut, ja wächst sogar vor allem in ihrer Jugend in schattigen Bereichen besser als in der Sonne. Die Rotbuche bildet ein leicht rötliches, sehr, sehr hartes Holz, das in der Möbelindustrie auch sehr, sehr gefragt ist. Die Früchte der Buche sind die Bucheckern und die werden vor allem über die Tiere, über die Vögel, über die Eichkätzchen, über Mäuse vertragen und so verbreitet sie sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr weit. Der Wald bildet ein sogenanntes Ökosystem. In einem Ökosystem gibt es einen Kreislauf, in dem keine Stoffe neu erfunden werden, aber auch keine Stoffe verloren gehen. Es gibt da drei ganz wichtige Teilnehmer. Das eine sind die Produzenten, das sind die Pflanzen, die mit Licht, Wasser und Nährstoffen neue Stoffe bilden, wie zum Beispiel Holz oder Laub oder ganz wichtig den Zucker, der als Energiestoff dient oder auch als Frostschutz dient im Winter. Dieses Ökosystem bildet diese Stoffe. Da gibt es aber auch Nutznießer davon. Das sind die sogenannten Konsumenten, die eben vom Holz oder vom Laub oder von den Früchten des Waldes leben. Alle Stoffe, die übrig bleiben, die zu Boden fallen, wie das Laub im Herbst, werden durch die Destruenten zersetzt und zu neuen Nährstoffen gebildet, die dann wiederum zum Aufbau der neuen Stoffe durch die Produzenten verwendet werden. Der Boden spielt im Wald eine ganz wichtige Rolle. Er gibt den Pflanzen Halt und er versorgt sie mit den wichtigen Nährstoffen und mit Wasser. Der Boden ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Ganz zu oberst das, was wir sehen, nämlich die Streuschicht, das Laub, das so schön langsam zu Humus wird. Humus ist die nächste Schicht. Dort sind organische Stoffe vorhanden, die für Pflanzen ebenso wichtig sind wie die mineralischen Nährstoffe, die noch eine Etage tiefer vorhanden sind.
Irgendwo steht dann das Grundwasser an, von dort wird durch sogenannte Kapillarkräfte Wasser nach oben gezogen, dass sich dann die Wurzeln holen. Und ganz zu unterst, je nach Gebiet, dann der feste Boden, ob das jetzt Fels ist oder Löss ist oder andere Dinge, das hängt davon ab, wo wir uns in Österreich befinden. Der Wald besteht aus Pflanzen und Pflanzen sind Lebewesen und deswegen sind sie natürlich auch anfällig für Krankheiten oder Schädlinge. Und man sollte also sehr, sehr darauf achten, dass der Wald immer pfleglich behandelt wird und dass man versucht, die möglichst besten Bedingungen für ihn zu haben. In unserer heutigen Zeit ist es so, dass die Abgase eine ganz, ganz große Rolle spielen und wir wissen, dass zu viel Stickoxid oder zu viel Schwefel dem Wald auch schaden kann. Also immer mit dem Hintergedanken agieren, die Umwelt und auch den Wald nicht zu schädigen. Die Lärche ist eine weitere wichtige Baumart bei uns. Die Lärche ist eine Lichtbaumart, das heißt, sie braucht sehr, sehr viel Licht, um wachsen zu können. Im Schatten wächst sie nicht besonders gut. Die Lärche wächst auch sehr hoch im Gebirge und festigt dort die Böden. Die Lärche ist der einzige Baum, Nadelbaum bei uns in der Region, der über den Winter die Nadeln fallen lässt und im Frühjahr neu austreibt. Sind eine im reifen Altenwald eher seltene Baumart, aber sie sind ganz wichtig in der Entstehung für die richtigen Böden, die richtigen Verhältnisse für den Wald. Es sind sogenannte Pioniergehölze, das heißt, sie wachsen als allererstes auf Böden, die noch sehr schlecht sind, wenige Nährstoffe haben und bereiten den Boden durch ihr Laub und den daraus entstehenden Humus für den späteren Wald, für die späteren Baumarten vor. Im Wald leben viele Tiere und einige davon leben natürlich auch vom Wald und können in forstlichen Kulturen für den Wald schädigend wirken. So zum Beispiel der gut bekannte Borkenkäfer. Wenn der Borkenkäfer Bäume befällt, so muss man durch die Forstwirtschaft hergehen und diese Bäume fällen, entfernen, um ein Ausbreiten zu verhindern. Und dann entstehen solche Schläge wie hier, die dann neu aufgeforstet werden. In einem Mischwald sollen viele unterschiedliche Nadel- und Laubholzarten vorkommen, damit der Bestand, das Ökosystem stabil bleibt. Eine dieser Arten, die da vorkommen können, ist die Stieleiche. Die Stieleiche ist ein Baum, der sehr, sehr alt werden kann. Man spricht also davon, dass es tausendjährige Eichen gibt. Und diese Bäume bilden ein sehr, sehr hartes Holz aus, das in der Möbelindustrie, aber auch zur Herstellung von Werkzeugen oder Sportgeräten verwendet wird. Es besitzt auch einen sehr, sehr hohen Brennwert, was es sehr geeignet macht für Kachelöfen zu Hause. Pflanzung von Mischwäldern hat viele Vorteile. Das ganze Ökosystem Wald wird dadurch einfach stabiler. Durch Mischung der Baumarten, Laubhölzer, Nadelhölzer, stabilisiert das ganze System. Der Wind kann nicht mehr so viel Schaden anrichten. Der Schneedruck ist nicht mehr so das Problem. Und wenn einmal Schädlinge auftreten, dann können die auch nicht großflächig angreifen, sondern befallen immer nur kleine Teile, die dann relativ schnell wieder aufgeforstet werden können bzw. sich wieder erholen. Die Durchmischung hat also gegenüber den Monokulturen große Vorteile. Die wichtigste Baumart bei uns in der Forstwirtschaft ist die Fichte. Die Fichte wird
heutzutage fast überall gesetzt, um in etwa in einem Zeitraum von 100 Jahren einen Ernteertrag zu haben. Das Holz wird sowohl in der Möbelindustrie als auch in der Papierindustrie als auch in der Bauindustrie verwendet und ist eine Baumart, die eben relativ rasch wächst. In Höhenlagen über 500, 600 Meter kommt sie natürlich vor. Dort sind also größere Bestände natürlich. In tieferen Lagen wäre es, wie heute schon einmal gesagt, die Buche. Und dort ist die Fichte natürlich dann auch anfällig für Schädlinge, Windbruch, Schneebruch und solche Dinge. Trotzdem ist es so, dass sie heute noch eben die wichtigste Baumart darstellt. Und dem Förster und Eigentümer eigentlich die Lebensgrundlage oder Verdienstgrundlage darstellt. Ein großer Literat, gesellschafts- und sozialkritischer Steirer war Peter Rosecker, der sich sehr, sehr viele Gedanken auch über seine Umwelt gemacht hat, unter anderem das Buch Achtet auf Grün verfasst hat und der so wichtige Sätze verfasst und geschrieben hat wie den hier: Was bedeutet ein prachtvoller Palast, wenn er in einer Gegend steht, die kahl ist und voll schmutziger Fabriksabfälle und bedeckt mit einer unreinen, stinkenden Luft und bewohnt von unzufriedenen, feindseligen Menschen? Der Mensch kann nur ruhig sein und ausgeglichen sein, wenn er in einer Umgebung lebt, die auch, wie hier in der Steiermark, viele, viele gesunde Wälder aufweist. Wir sind hier am Ende des Waldlehrpfades am Massenberg angekommen. Damit haben wir eine ganze Menge über den Wald kennengelernt und ich habe versucht, die Dinge zu vermitteln. Natürlich gibt es viele, viele andere Aspekte und Fragen auch noch. Und wen das alles noch wesentlich intensiver interessiert, der kann natürlich jederzeit bei der Stadtgemeinde Leoben anfragen um eine Führung oder weitere Informationen. Der Weg ist hier natürlich noch lange nicht zu Ende. Von hier aus kann man in stundenlangen Wanderungen in die steirische Bergwelt gehen. Genießt das, geht hinaus in die Natur, geht hinaus in die Berge, genießt die steirische Waldlandschaft und Berglandschaft. Servus, pfiat euch und viel Spaß beim Wandern.